Vielleicht. Got it. You use the surveillance cameras. Sogar in der Tat. Ich hab's. Du hast die Überwachungskameras benutzt. You were trying to lure the Future Foundation by showing them the footage you were recording, weren't you? Du hast versucht, die Future Foundation herauszulocken, indem du ihnen gezeigt hast, was du aufgenommen hast, nicht wahr? Überwachungskameras? Dafür wurden sie also benutzt. In the previous killing school life, the surveillance camera footage was broadcast outside of the school. Im vorherigen Mortschulleben wurden die Überwachungskameramaterial benutzt, um nach draußen zu streamen. The cameras that were placed throughout the entire island for the same purpose. Du hast die Kameras, die über die gesamte Insel platziert waren, aus demselben Grund benutzt. I was broadcasting the Killing School trip live to every member of the Future Foundation. Ding ding ding, ich habe den Mordschulausflug live übertragen zu jedem Mitglied der Zukunft Future Foundation. The footage you recorded with the surveillance cameras. Das Material, das du aufgenommen hast, mit den Überwachungskameras, das wurde der Future Foundation gezeigt? What shall I do? I did a lot of disgraceful things in front of those cameras. Was soll ich tun? Ich habe eine Menge unwürdige Dinge getan vor diesen Kameras. You sure did. Das hast du sicherlich. Oh je. Das heißt, sie haben wahrscheinlich alle nackt gesehen. Ich werde niemals Königin jetzt sein. Bitte vergiss, was du gesehen hast. Was? Ich wollte eigentlich 3, 2, 1 runterzählen, bis Kazuichi einen dummen Kommentar macht, aber es kam gerade nicht. So, ihr Typ habt uns alles beobachtet. Warum seid ihr denn nicht früher zu unserer Rettung gekommen? We tried to hack in many times, but the virus within the program blocked us at every turn. Wir haben probiert, uns öfters in das System zu hacken, aber der Virus innerhalb des Programms hat uns jedes Mal daran gehindert. Not only that, the Neo World Program stopped accepting shutdown commands from the outside. Und nicht nur das Neo World Programm hat gleichzeitig auch noch aufgehört, Herunterfahrbefehle von der Außenwelt hinzunehmen. As a last resort, we considered cutting power to the program, but als letzte Möglichkeit hatten wir mit Racht gezogen, das Stromkabel zum zu Programmen einfach zu zerschneiden, aber we didn't know what would happen to the subjects if we cut the power while the program was still running. Wir wussten nicht, was mit den Subjekten passieren würde, wenn wir das Kabel kaputt machen würden, während das Programm noch läuft. Katze Pause in dem Fall eigentlich nicht durchschneiden, sondern einfach nur rausziehen. Ja, meine ich. There's no way we jeopardize your safety by taking such a gamble. Das ist halt das Problem mit Englischen, weißt du? Rein theoretisch ergibt es rein übersetzungstechnisch schon Sinn, dass du das Kabel zu schneiden benutzt, wenn sie sagen Cut. Aber naja. Es ist unmöglich, dass wir eure Sicherheit gefährden würden, indem wir so ein Risiko eingehen. Danke, dass du übrigens gerade den Kommentar gemacht hast. Dadurch konnte ich Jeopardize googeln. Even so, we kept trying over and over again. Until it was finally possible for us to enter the program. Selbst wenn eben so ist, wir haben immer und immer wieder probiert, in das Programm zu kommen, bis es irgendwann möglich war. Just a short time ago. Und das war vor einer kurzen Weile. And you came all the way here when you knew it was a trap. Und wir sind gegangen. Just leave them alone. Was fällt dir ein, Junggut einfach so zu unterbrechen? Schäm dich. Ja. Und ihr seid all den ganzen Weg hierher gekommen, obwohl ihr wusstet, dass es eine Falle ist. Ich verstehe schon. Ihr konntet sie nicht alleine lassen. If you saw people dying one by one with your own eyes by the same killing game you guys played. Wenn ihr Leute sehen würdet, wie sie sterben, einer nach dem anderen vor euren eigenen Augen, mit demselben Mordspiel, das ihr Leute gespielt habt. Das diktiert, dass ihr alle hoch und mächtig und sagt, oh, ich werde definitiv stoppen, dieses Mal, richtig?
Hoffnung diktiert, dass ihr so wohlwollend handelt und sagt, oh, ich werde definitiv sie dieses Mal aufhalten. Richtig? Hey, don't tell me that's the reason you made us go through all this. Hey, sag jetzt nicht, dass das der Grund ist, weswegen du uns das alles durch hast machen lassen. Of course we made you do it for that reason. Natürlich habe ich es euch dafür machen lassen. We orchestrated this game instead of killing you outright, solely to show it off to the Future Foundation. Wir haben dieses Spiel orchestriert, anstatt euch direkt zu töten, nur um zu zeigen, das der Zukunft der Future Foundation zu zeigen. We were forced to solve puzzles and riddles just so you could show it off to the Future Foundation? Wir waren gezwungen, Puzzle und Rätsel zu lösen, einfach so, damit ihr vor der Future Foundation ein bisschen was präsentieren konntet. Ja, ganz schlimm für dich, ne? That's why you guys are chumps. You're just the bait I use to catch a big fish called the Future Foundation. Das ist der Grund, warum ihr Dummköpfe seid. Ihr seid nichts anderes als ein Köder, den ich benutzt habe, um den großen Fisch zu fangen, der sich Future Foundation nennt. Der hat schon wieder gesagt. Aber es ist nicht mein Fehler, wisst ihr? This game is a fight between the Future Foundation and me. You guys were just instigators in the background. Dieses Spiel ist ein Kampf zwischen mir und der Future Foundation. Ihr Typen seid nur Instigators. Wird Nebenfiguren sein. Aber ich guck mal nach. Ja, guck mal nach. Anstifter. Was? Anstifter. Ihr Geist wollte nur Anstifter im Hintergrund. Aber ihr Typen wusstet das ja schon, als ihr euch entschieden habt, dieses Spiel zu spielen, richtig? Einen Moment bitte. Das klingt, als hätten wir. As though we wanted to come to this world of our own free will. But that's precisely the truth. Als wenn wir wollten, als wenn wir aus eigenem freien Willen zu dieser Welt kommen wollten. Aber das ist genau die Wahrheit. Hä? You guys chose to be instigators and you were willingly taken into the Neo World program. Ihr Leute habt euch, ich habe das Wort wieder vergessen. Osoma. Anstiften. Ja. Ihr Typen habt euch habt gewählt, dass ihr Anstifter werdet, die willentlich ins Neo-Welt-Programm reingepackt werden. To provide the opportunity I needed to push this battle between hope and despair into overtime. Um die Möglichkeit zu schaffen, die ich brauchte, um diesen Kampf zwischen Hoffnung und Verzweiflung in die Verlängerung zu bringen. That's right. The reason the ultimate despairs began killing each other was set up by the group itself. Das ist richtig. Der Grund, warum die ultimative Verzweiflung angefangen hat, sich gegenseitig umzubringen, wurde von euch selbst gesetzt. Die ultimative Hoffnung. Die Hoffnung? Ich hab das ist lediglich deine Vorstellung. Naive Makoto totally fell for the trap. Oh, and now your face is filled with a lovely shade of despair. Ah, naive Makoto ist total in die Falle gegangen. Und nun ist sein Gesicht gefüllt mit diesem lieblichen Schatten von dieser Verzweiflung. Oh, that despair is fucking obvious. You're here to rescue the assholes who set this up in the first place. Nun, diese Verzweiflung ist so fucking offensichtlich. Ihr seid hier, um diese Arschlöcher zu retten, die das Ganze erst in Gang gebracht haben. Don't go blaming us for this. Jetzt gib uns doch nicht die Schuld dafür. Thank you. It's all thanks to you guys. This time around, I might be able to fill these guys with despair. Danke, dank euch. Alles dank euch, Leute. Dieses Mal ist es mir dieses Mal möglich, diese Leute mit Verzweiflung zu füllen. Wir fühlen keine Verzweiflung. Even if this was all a trap, we will never regret coming here. Selbst wenn das alles eine Falle war, würden wir es nie bereuen, hierher zu kommen.
And this is the only thing we could do to stop you. Und das ist das Einzige, was wir tun konnten, um dich aufzuhalten. But nevertheless, it's all over. We will shut you down and end all of this. Aber nichtsdestotrotz ist nun alles vorbei. Wir werden dich herunterfahren und all dies hier beenden und dies endgültig beenden. You're pretty fucking desperate. Oh, that's pretty fucking obvious. Ja, ziemlich fucking zielstrebig. Ah, naja, das ist ziemlich fucking offensichtlich. If you don't initiate the shutdown, those future foundation fuckwits are gonna be trapped here forever. Wenn ihr nicht das Herunterfahren startet, dann werden diese Future Foundation Fucktrottel für immer hier gefangen sein. Trapped? Why would that happen? Gefangen? Warum würde das passieren? Didn't I already explain it? You know, the graduation exam rule? Hab ich's nicht bereits erklärt? Wisst ihr, die Abschlussprüfungsregel? But that's not all, right? In order to pass the graduation exam, there was one more requirement. Aber das ist nicht alles, richtig? Um die Abschlussprüfung zu bestehen, war doch noch eine weitere Bedingung. Die endgültige Entscheidung des Lehrers. Alle Hoffnungsfragmente sammeln. Den Knopf drücken. Ja? Nee. Okay, gut. Dann halt Teachers Final Decision. As I recall, we also need the Teachers Final Decision. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann brauchen wir auch noch die Endentscheidung des Lehrers. Obviously, there's no way I'd let the members of the Future Foundation graduate. Offensichtlicherweise ist es unmöglich, dass ich die Mitglieder der Future Foundation abschließen lasse. Also, wenn ihr es nicht das Herunterfahren aktivieren könnt, dann wird die Foundation dem endlosen Leben der wiederholenden Klasse beitreten. That's only if the shutdown sequence doesn't activate, right? Das ist nur der Fall, wenn die Herunterfahrtsequenz nicht aktiviert wird, richtig? But that's impossible. Aber das ist unmöglich. Everyone here understands how dangerous it is to release you into the real world. Jeder hier versteht, wie gefährlich es ist, dich in die echte Welt zu lassen. We know that all too well. Wir wissen das. Nur zu gut. I mean, she's been bad-mouthing us this whole time. Ich meine, sie spricht schlecht über uns die ganze Zeit schon. Oh. It looks like you shouldn't have talked so much. Out of the mouth comes evil, so they say. Sie dachte, es hätte die Zeit über nicht so viel reden sollen. Aus dem Mund kommt Böses, so sagt man das doch. It's true that we fell for this trap. And that we run the risk of not being able to go back. Es ist wahr, dass wir vielleicht in ihre Falle getappt sind. Und dass wir das Risiko haben, nicht zurückgehen zu können. But what's wrong with that? Thinking we back down because of something like that is a huge mistake. Aber was ist denn daran so falsch? Zu denken, dass wir uns zurückziehen würden wegen so etwas, ist ein großer Fehler. That's my line. Thinking your little shutdown plan will succeed is a huge mistake. Das ist mein Text. Zu denken, dass euer kleiner Herunterfahrplan funktionieren wird, ist ein riesiger Fehler. Huh? You're totally overestimating those chumps over there. There's no way they'll start the shutdown sequence. Ihr überschätzt total diese Dummköpfe da drüben. Es ist unmöglich, dass sie die Herunterfahrsequenz starten werden. Warum nicht? Sieh dir doch mal ihre Gesichter an. Sie sehen aus wie Schweinchen, die dazu gezwungen sind, ihre Mutter über einem Spieß rosten zu sehen. Es
initiate the shutdown just to go back to being ultimate despair. Es gibt keinen fucking Weg, dass sie die Herunterfahrsequenz starten werden, nur um wieder zurück zu den ultimativen Verzweiflungen zu werden. That is, well, na, das ist ja, also Junko, I don't care what you say. I've decided to believe in everyone. Junko, um es freundlich auszudrücken, es juckt mich nicht, was du sagst. Ich habe mich dazu entschieden, an sie zu glauben. It's true that they walked the wrong path before, but that's all in the past now. Es mag wahr sein, dass sie mal auf dem falschen Weg waren, aber das ist nun ein Teil der Vergangenheit. What I believe in is not their past, but their futures. Woran ich glaube, ist nicht ihre Vergangenheit, sondern ihre Zukunft. Ja! Ich hatte total auf so einen Protagonisten-Satz gewartet. Wenn ich von Verzweiflung zerdrückt werde, hast du eine Ekstase. Egal, was du mir antust, ich werde niemals in die Verzweiflung fallen. Wrong. I'm not the one who's gonna make you fall into despair. Falsch. Ich bin nicht derjenige, der dich in die Verzweiflung fallen lässt. That's the mastermind's job, and they'll be appearing very soon. Das ist der Job des Traziers. Und sie werden der Trazier und sie werden bald hier auftauchen. Mastermind. Noch jemand kommt? Das kann nicht sein. Das ist doch nur ein Bluff. You should never make the last character who appears in a detective story turn out to be the mastermind. Du solltest niemals den letzten Charakter, der auftaucht in einer Detektivgeschichte, zum Drahtzieher machen. Aber ich bin immer in dieses Schema gefallen. Also war ich ein kleines bisschen besorgt deswegen. Ist doch jetzt genug, Jetzert. Worüber redest du denn bitte schön? Oh well. Let's bring him out with lots of energy. It's Mr. Izuru Kamakura! Oh, na dann, lass uns ihn rausholen mit viel Energie. Es ist Mr. Herr Izuru Kamakura! Kamakura? Dieser Name, ich habe ihn schon vorher gehört. Die Person, die die ultimative Hoffnung genannt wurde. Aber das war nicht alles, was er war. Das ist richtig. Ich habe gesehen, eine Person genannt Izuru Kamakura irgendwo anders noch. Oder wie ich es nenne würde, die Person war Dark Deva of Destruction. The founder of Academy. I see. Izuru Kamakura? Isn't that the name of the founder of Hope's Peak Academy? Izuru Kamakura? Ist das nicht der Name des Gründers der Hope's Peak Academy? It was written on the placard beneath the portrait of the Academy's founder. Es war geschrieben auf dem Plakat unter dem Porträt des Gründers der Hope's Peak Academy. It was definitely Izuru Kamakura, right? Dieser Name, das war doch definitiv Izuru Kamakura, richtig? However, based on the information I know, the man known as Izuru Kamakura. Wie dem auch sei, basierend auf den Informationen, die ich weiß, der Mann bekannt als Izuru Kamakura. He's a super genius who acquired many talents. He was even called the ultimate hope, right? Wenn ich mich recht erinnere, dann ist er doch ein absolutes Genie, das viele Talente erhalten hat. Er wurde sogar die ultimative Hoffnung genannt, richtig? Hä? Hat der Gründer etwa denselben Namen wie dieser ultimative Hoffnungstyp? Ist so ein Zufall überhaupt möglich? The Future Foundation might know something. Die Future Foundation weiß vielleicht was, richtig? Wie sieht's damit aus, Kyoko? Even within Hope's Peak Academy, there's very little information about a person called Izuru Kamakura. Sogar in der Hope's Peak Academy
gibt es nur sehr wenige Informationen wegen einer Person, die Isoru Kamakura genannt wird. It's a mystery if such a person ever really existed. Es ist ein Mysterium, ob so eine Person überhaupt jemals existiert hat. And not just that. The matter was closed without ever being settled because of that incident. Und nicht nur das. Der Fall wurde ohne einen richtigen Abschluss einfach geschlossen wegen diesem Vorfall. If you do not know, then please allow me. Providing hopelessly skilled explanations is a quirk of mine. Wenn ihr es nicht wisst, dann lasst mich es bitte, dann erlaubt mir es bitte. Talentierte Erklärung ist eine Fähigkeit von mir. The reason Izuru's existence continues to be such a mystery is because the Academy hid it. Der Grund, warum Izurus Existenz weiterhin ein so großes Mysterium ist, ist, weil die Akademie es vertuscht hat. Why did the Academy hide his existence? Warum hat die Akademie den Menschen seine Existenz versteckt? If I recall, they were trying to protect their superior talent. They even called it mankind's hope, correct? Wenn ich mich recht erinnere, dann haben sie probiert, sein überlegenes Talent zu beschützen. Sie haben ihn sogar die Hoffnung der Menschheit genannt, richtig? However, that prodigious student ended up killing 13 student council members at Hope's Peak Academy. Wie auch immer, dieser prodigious Ehrenwerte. Dieser ehrenwerte Student endete damit, dass er 13 Mitglieder des Studentenrats in der Hope's Peak Academy getötet hat. Izuru ist der Mörder, verantwortlich für Hope's Peak Academies größtes und schrecklichstes Ereignis. And you're the one who set it up, right? Aber du bist derjenige, der das Ganze organisiert hat, richtig? Information about Izuru completely vanished after that incident. Informationen über Izuru sind nach diesem Vorfall komplett verschwunden. Wir dachten, Junko Enoshima killte Izzy? Das sagt doch nicht solche grausamen Dinge. Izuru Kamakura is very much alive. Izuru Kamakura ist sehr am Leben noch. Isn't that right, Hajime? Ist das nicht richtig, Hajime? Hä? What? I am... What? Was? Ich bin... Was? Like I said... You're Izuru Kamakura. Wie ich schon sagte, du bist Izuru Kamakura. Huh? Hä? Alrighty. If you don't understand, I'll explain it to you till you do understand. Alles klärchen, wenn du es nicht verstehst, werde ich es dir erklären, bis du es verstehst. Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're Izuru Kamakura, you're... Du bist Izuru Kamakura, du bist Izuru Kamakura, du bist Izuru Kamakura, du bist Izuru Kamakura, du bist... Einen Moment mal. Ernsthaft, worüber redest du? Lügner, es ist unmöglich. Es gibt keinen Weg, dass Hajime Izuru Kamakura ist. Izuru ist that ultimate hope, right? But Hajime ist... Izuru ist doch die ultimative Hoffnung, richtig? Aber Hajime ist... That's right. Hajime is one of those reserve course dropouts and has no talent whatsoever. Das ist richtig. Hajime ist einer von diesen Reserve-Kurs-Versagern und hat kein Talent. Wie auch immer. The fact that he's really Izuru Kamakura makes all this much more hopeless. Aber der Fakt, dass er wirklich Izuru Kamakura ist, macht das alles viel hoffnungsloser. Ich bin Izuru Kamakura?